So, da sind wir wieder. Jap, 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 jap. Das macht gerade so eine Laune. Anna Beguas, 312 B3, 74, kommt unter den ersten drei Ziel. Kommt als erster ins Ziel. Wir nehmen natürlich den ersten, ne? Ja. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Handwerkerkönig. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich das Lenkrad gar nicht kleiner. Oh, jetzt habe ich das gar nicht umgestellt. Okay, wir wollen aufs Podium. Ja, ich will auch. Ein bisschen vom Gas weg. Radiert er nämlich nicht und wir legen hier einen perfekten Start hin. Jawohl, hier aus dran vorbei. Zack, 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 zack. Komm, Baby, komm. Oh! Ja, erster. Ja, ja, gerade kommt der zweite Gang. Ist, oh, wenn du im dritten schaltest, dann radiert er nochmal. Das ist wirklich gerade grauenvoll. So, da haben wir jetzt hier eine Mega gerade. Boah, komm, Baby. Naja, 2,70. Eieieiei. Komm hier, leck mir doch die Füße, Alter. Das geht hier ab. Ich weiß, das war gerade nicht die feine englische Art, vorhin zu überholen, aber egal. Ich muss nachher noch Euro Truck Simulator aufnehmen. Wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, da werde ich die ganze Zeit einen Bleifuß haben. La. Ach Leute, das macht eine Laune. Der Chef vom Weg sich bei einem. Komm, Bölche hier. Komm, einmal 2,80. Nein, 2,78. Ich hasse den zweiten Gang. Ey. Du musst wirklich dagegen lenken, sonst... Geht er mit dir spazieren? Boah. Also wenn so früh die Autos wirklich gefahren worden sind, dann wundert es mich nicht, warum heutzutage die alten Formel-1-Fahrer sagen, dass das kein Formel-1-Fahren mehr ist. Aber wenn man überlegt, der muss die Hände vom Lenkrad nehmen, um zu schalten, sowas sollten sie wieder einführen. Das wäre absolut Porno. Aber ich glaube, wenn die neuen Sechszylinder-Motoren kommen, ich bin dann ja nicht für, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, das ist die Königsklasse, so schimpfen sie sich ja auch in dem Sinne. Und da sollte es keine Begrenzung geben, was mit diesen Motoren zu tun hat. Kleine PS-Grenze könnten sie machen, aber es sollte V12 wieder rein. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, denk mal an unsere Umwelt und dies und jenes. Ja, dann müssen wir erstmal die Flugzeuge oben aus dem Himmel nehmen. Die machen viel mehr Dreck, wenn man über die V8, die sie jetzt haben, nehmen 350 Liter für ein so ein Rennen. Ich finde das nicht viel, Leute. Ja, wenn sich so ein Millionär so ein Bugatti kauft, der kann... Uiuiui. Ui. Jetzt haben wir uns überschlagen. Schnell zu... Oh, falscher Knopf. Schnell zurückkommen. Irgendwas stand da gerade mit meinem Gaspedal. Alter, jetzt zieht er immer links. Jetzt zieht er rüber. Irgendwas ist kaputt. Ich kann gar nicht mehr gerade fahren. Naja. Egal, Karl. Das muss weiter resseln. Kessel. Ja, auf. Ey. Jetzt ist aber Schluss hier mit der Scheiße. Ich muss unbedingt das Lenkrad gleich noch. Kann man das nicht jetzt machen? Ja, sorry, wenn es... Kann man nicht.
Kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht. Schade. Kommen wir jetzt wieder zurück. Ich komme nicht zurück. Fortsetzen. Sorry Leute, aber ich hätte gedacht, ich könnte jetzt das Lenkrad hier umstellen, aber das geht leider nicht. Eieiei. Das ist so genial. Ja. Wenn man sich überlegt, wenn jemand so einen Bugatti kauft, der kann 15 Minuten Vollgas fahren und danach ist das Auto leer. Und dann wird sich bei so einem Formel-1-Wagen angepieselt. Ich glaube, da sollte man erstmal andere Sachen sich tun. Man. Nur mal so als Beispiel. Vorhin die andere Strecke war besser, da konnte man alles im dritten machen, die Kurven, und dann radiert er nicht so durch. Liegt in dem Sinne besser, dass er dann so hoppelt, Leute, ne? Das ist wirklich irritierend. Ab geht's. Ich bin immer noch am überlegen, was ich abends für 20 Uhr mache. Oder ob ich die Uhrzeit weglasse und lieber um 18 Uhr noch eins reinbringe. Ich muss mal gucken, wie ich das halt mache noch. Zurzeit ist das hier alles schon ganz schön viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mal abwarten, Tee trinken. Ich habe es mir ja selber ausgesucht, so viele Let's Play-Videos zu machen. Und daher ist es halt meine Sache. Ja. Das hat geklappt. Nur am Quietschen das gute Stück. Alter. Was da geht, ne? Komm, schneller, komm, 82. Ich glaube, wir hatten bis jetzt auch noch keinen der drei. Ui, joi, joi. Da hätte man fast wieder weggeschickt. Sei ja, zweite Gang und zu früh auf dem Gas und er macht sofort einen Dreher hinten. Nimm lieber einen dritten. Jetzt kann ich ruhig rausbeschleunigen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist so Oberhammer, ey. Sag's euch. Das ist so Porno. Das ist so Porno. Jetzt wollte ich so schön rausbeschleunigen aus der Schikane. Und jetzt. Hört er sich an die Begrenzer an? Boah, ich finde da viel dieses. Und das war schnell. Das war verdammt schnell. Ja, komm, Gast und Spaß hier. Und Gas, jawohl. Ja, bei der letzten Schikane, das ist wirklich ein bisschen knifflig. Aber sonst eigentlich alles ganz okay. Und wieder gewonnen, jawohl. Du bist auf das Podium. Ja. Ich bin ganz oben, ich muss ja mal ein Käffchen trinken hier. Ich habe nämlich ein Pappmaul.
Jawohl, beides geschafft. Perfekt. Nächster Advent ist, bleibt jede Runde unter 1 Minute 48, kommt als erster ins Ziel. Und dann bekommen wir den 312 B374. Bleibt jede Runde unter 1,48. Okay. Remember, we're after lap times here. The word is push. Also nur Vollgas. Nur Vollgas jetzt. Jetzt wird's heftig. Ich glaube, so eine Herausforderung hatten wir noch nie. Immer unter 1,48. Leute, drei Runden, wirklich kein Fahrfehler. Los, marschier, Baby. Problem ist, wenn der quer kommt, dann wird er so langsam dadurch. Ist ja von einer Seite auch logisch, aber halt das dann wieder rauszuholen ist gar nicht so einfach. Wie die quietschen wohl, damit dass ihr die Reifen nicht abzieht von der Felge. Na, komm doch rum. Weiter geht's. Voll marschieren. Jawohl, die erste haben wir auf jeden Fall geschafft. Mit am Anfang ein bisschen Behinderung. Wenn ich jetzt also keine Fehler mache, sollte das locker drin sein. Ja, keine Fehler. Und da war schon der erste. Zwölf Sekunden jetzt schon Vorsprung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Gegner spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Die muss ich im zweiten nehmen. Ja, ja, zu früh auf dem Gas. Da geht mir sofort hinten der Arsch weg. Das kann nicht sein. Wirklich nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, 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 oh. Das war schon an der Haarscharf. Also ich glaube, noch schneller geht's nicht. Durch die Schikane. Jetzt hatten wir endlich mal die 82. Juckt die Nase. Oh Mann, ey. Scheiß Nasenjucken. Ah. Komm. Letzte Runde, jetzt müssen wir uns nochmal zusammenreißen hier. Ab geht's, komm. Die im zweiten. Ja, ja, radier doch nicht so viel, komm lieber. Los, Gas. Ah, das klappt, Leute, das klappt, das klappt. Oh, das war scharf. Ja,
Quietschnur. Und Gas. Komm. Ja. Oh, da haben wir es in der letzten Kurve noch weggeschmissen. Oh, die Season 1974. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ah. So, nächster Advent wäre Imola GP. Und da fahren wir mit 308 GTBQ. GTBIQV. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ferrari Racing Legend. Mein Name ist Kabu. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dieser Wagen geht ab wie die Sau. Mehr kann ich da einfach nicht zu sagen. Und ich sage vielen Dank und ciao, ciao.